Truhe im Ortenteig. Unterlagen von Orten. Mit einer Art Wachs konserviert. Indien sind Geburten, Heiraten, Todesfälle des Hauses Orten aufgelistet. Der neueste Eintrag ist 400 Jahre alt. Und dann ist noch eine riesige Giftspinne. Hat die nicht auch irgendwas, das wir nicht mitnehmen wollten? Oder in haben wir die einfach so liegen lassen? Okay, wir haben es einfach so liegen lassen. Speichern wir nochmal. Quicksave ist unser bester Freund. Das ist der Golem, da hinten gleich aufsteht. So viel zum Thema Golem. Okay, probieren wir mal die Aura des Schmerzes aus. Ich weiß nicht, ob die... Wir sind betäubt. Das ist das Schöne hieran. Wir sind betäubt, machen aber doch trotzdem noch weiterhin Schaden. Mach einfach. Okay, dabei gehen wir allerdings drauf. Du bist hier Schnabeltier. Okay, das bringt uns nur noch auf Dauer um. Wir nehmen lieber den Kampf. Okay, Shell, das können wir auch. Mach mal. Und ich sauf mal ein. Und Dwin, du bist ja echt scheiße. Und wir brauchen die Heilung. Wie ihr wünscht. Ogren, kipp nicht um. Win. Gruppenheilung. Eiskalt Ogren vom Tod gerettet. Ogren ist umgekippt. Dann töten wir den eben. Tod allen Tauben. Genau, Shale. Gib ihm. Immun. Der ist immun gegen Naturschaden. Heißt, Shell kann bei dem überhaupt keinen Schaden machen. Shell kann bei dem überhaupt keinen Schaden machen. Warum Naturkristalle? Mystische Ort der Macht. Ogren! Speichern. Ja, bitte. Reinigen die Aura, bitte. Und wir ausschalten. Zerbrochene Kiste. Genau so wird es geschehen. Silberritruhen des Gesellen, das ist schön. Mystische Ort der Macht. Wie ihr wünscht. Alles für Geld und Experience Points. Buch. Carradines Carradines Tagebuch. Behalten wir vorerst mal für die Lesestunde. Kleiner makelloser Eiskristall. Shale. Da Naturkristalle hier gar nichts bringen. Macht ohnehin mehr Schaden. Weniger Konstitution. Egal. Zerbrochener Stein. Dann speichern wir nochmal. Wir können jetzt direkt über diese Brücke gehen, aber ich gehe auch lieber über die Brücke da hinten. Macht zwar keinen Unterschied, aber das will ich einfach so. Nein!
Okay, Shell. Gib dem. Wir müssen siegen! Ja, was müssen wir? Genau so wird es geschehen. Und falsche Richtung, Junge. Erstmal den Steingolem plündern. Aber selbstverständlich. Wundumschlag. Okay, hier sind offenbar viele Golems gestorben. Hier ist noch ein Golem in der Nähe. Oh. Shell widmet sich dem Golem. Ja, wir so stöhnen müssen, wenn wir sterben. Könnt ihr nicht leise sterben? Wundumschlag. Hat. Kam ein bisschen zu spät. Na gut, dann behalten wir den eben. Ein richtig harter Schlag. Ach, der hat alle ihre Ausdauer verbraucht. Auch noch. Einmal verletzte Ausrüstung nehmen. Und die Geistscheibe war drin. Haben wir hier alles erkundet? Das bin ich mir nämlich immer. Dann kommen wir, um Bonkers Tagebuch zu holen. Wo wir auch gerade hin wollten. Das haben wir mitgenommen. Hier gibt es nichts mitzunehmen, oder? Doch, da ist noch die zerbrochene Kiste. Schicke Vase, toll. Ich will dieses Schwert, verdammt. Dann ist noch ein zerbrochener Stein. Da wird vermutlich nicht das Schwert drin liegen, sondern irgendein Schwachsinn, den wir nicht brauchen. Aber da hinten ist ein zerbrochener Stein. Und was ich will, ist dieses Schwert. Lebensstein. Wo kommen wir denn hier hin? Auch nirgendwo hin, auch gut. Nun, speichern wir nochmal. Da war Roxhöhle. Dann gucken wir hier noch weiter. Ob da nicht doch irgendetwas liegt, was wie ein schwer zerbrochener Stein. Aber irgendwie. Da. Ich möchte ja ruhig. Irgendwas, wo ein zerbrochenes Schwert drin sein könnte. Abgeschlossen natürlich.
Der Ortenteig wurde vernichtet, aber man hatte noch die Zeit, ihn abzuschließen. Gefrorener Blitz. Toll. Ich glaube, da hinten kommen wir da hinten doch so oder so hin. Wir gehen erstmal zu dem Tagebuch und dann gucken wir, wo wir dann hinkommen. Okay, wir müssen da so oder so durch. Ich sehe sonst keinen Weg, um das Tagebuch zu erreichen. Oder Broncas Aufzeichnung oder was auch immer es ist. Huch. Ja, es ist sehr merkwürdig, dass die Spinnen sich nach oben begeben und vor uns wegrennen. Und einfach vor unseren Augen zurück in die Decke springen. Ich finde, die Gruppe sollte zusammenbleiben. Automatisch speichern? Moment, ist hier noch irgendwie... was, wo wir hätten hingehen können? Nein, scheinbar nicht. Spinnen! War so Curse, die wieder runterkommen muss. Mal kurz das Hut ausmachen. Das könnte amüsant werden. Die GUI. Oh Gott. Da hab ich mir irgendwas gefangen von dem Vieh. Ach. Hey, verdorbene genau Spinne, so wie gehst du denn vorhin? Genlock Gesandter, okay. Ein zerbleibendes Gefängnis, leck mich! Was natürlich blöd ist. Win, verpasst dem Genlock Gesandten mal einen mit der Steinfaust. Yeah. Und du, mach mal ein Beben, damit die hier nicht alle sterben. Das ist ein Siegel des Schutzes, das erkenne ich. So. Erstmal. Und hier sind gerade keine Leichen, die ich fettern kann. Das heißt, hau rein, Junge! Genau so wird es geschehen. Ich schaffe es. Schnauze. Wir wollen ja keine Wundumschläge verschwenden. Speichern. Zerbrochener Stein ist da hinten, aber erstmal gucken wir uns hier um. Ich habe das Gefühl, hier werden wir das nächste Fragment des Schwertes finden. Zumindest hoffe ich das. Ah, jetzt habe ich ein bisschen Schluck auf. Das ist natürlich blöd. Hast du das Schwert? Nein, er hat nur Geld. Speichern. Verderbte Spinnenkönigin! Was? Was?
Ordnung. Nein. Okay, da ist der Springkönig und die kümmere ich mich. Das Vieh ist irgendwie richtig hart. Ich bin erfreut. In Ordnung. Verderbte Spinnen. Ja, das gefällt mir. Ey! In der Tat. Ich müsste mal was verschlingen. Einmal Gegenschlag, einmal Unruhe, einmal Kampfrausch, einmal Aura des Schmerzen, der Schmerzen, einmal Zweifelsreich. Verständlich. Es ist Zeit. Okay, Moment, ich brauche ein paar Leichen. Wenn ich mit dir fertig bin, fängst du dein Hübsch. So. Ich bin erfreut. Lass mich frei. Nein, nein, nicht überwinden. Überwinde mich nicht. Heilung bringt nichts. Mach den weg, mach den weg. Hau ihn weg, Grün. Und meine Truppenheilung. Nein! Ja. Win, mach die Gruppenheilung. Und ich lasse das jetzt lieber mit ihm, sonst bringen wir uns jetzt doch gleich weg. Das war jetzt gerade richtig knapp. Sehr, sehr knapp. In Ordnung. Nein! Steinfaust! Tot. Okay, Ogren, es ist an dir. Ah ne, wir haben Shale. Auch gut. Ein Beben. Toll. Rin, verjüngere dich mal selbst. Das geht nicht. Sie kann sich nicht selbst... Na gut, Lyrentrank. Und eine Wiederbelebung. Ach toll, jetzt liegen die beiden aber weiter aus, zu weit auseinander. Und dann direkt eine Verjüngung. Nein, Rin ist krepiert. Wir sind so tot, wir sind so tot, wir sind so tot, wir sind so tot. Was jetzt? Okay, ich glaube, es wird an der Zeit, was zu verschlingen. Warum macht er das nicht? Okay, nehmen wir einen größeren. Und du, Shell, gib der verderbten Spinnenkönig mal direkt den Schlag des Lebens. So, Spinnenkönigin. Schnauze!
Die lebt noch! Okay, dann müssen wir es beenden. Oh, Shell ist kapiert. Das ist natürlich blöd. So, die ist tot. Und du kriegst den letzten Schlag. Komm her. Dann kommst du nicht. Was?